Anziehung erzeugen? Wie geht das? Hier bekommst du das Geheimnis. Vielleicht zweifelst du schon wieder daran, ob du den nächsten Schritt gehen sollst, wann der richtige Moment ist, was du nur sagen sollst und wenn wir nur wüssten, was, ja dann stopp, was fehlt uns eigentlich? Was müssen wir denken oder fühlen oder sein, um anziehend zu wirken? Wenn du das denkst, dann spreche ich vielleicht gerade genau mit dir. In diesem Video bekommst du den einen Satz, den du brauchst, um diese eine Frau, die du magst, endlich zu verführen, damit Frauen dich grundsätzlich in einem anderen Licht sehen. Aber der Satz, den du gleich bekommst, wird dieses Loch im Herzen nicht stopfen können. Ich weiß, wovon ich rede. Warum denken wir, dass uns etwas fehlt? Sind wir etwa mit weniger Selbstbewusstsein auf die Welt gekommen als andere? Ist das wirklich so? Erinnere dich, schau dir deine alten Kinderfotos doch mal an. Warst du als kleiner Junge im Kindergarten etwa auch so schüchtern? Als du mit diesem riesen Grinsen vor der Kamera standest? Oder kam dieses Zurückhalten nicht langsam? Und mit der Zeit, mit der Indoktrinierung unserer Umgebung. Mach das nicht, sag das nicht, nerv nicht, stör nicht. Vielleicht fing dieses ganze Einengende irgendwann in der Grundschule an und wurde dann zu einem Teil von uns. Aber was ist, wenn das nicht du bist? Was ist, wenn du so viel mehr bist? Was ist, wenn in dir diese liebevolle Stärke steckt, ein gütiger König zu sein, ein vertrauenswürdiger Freund und ein Liebhaber, der deiner zukünftigen Frau den Kopf verdrehen kann? Was ist, wenn du dazu geboren wurdest, dieser Mann zu sein? Ich habe im Coaching immer wieder Männer, die reich sind, die gut gebaut sind oder einfach gut aussehen. Aber weißt du was? Die haben alle dasselbe Problem wie wir. Anfangs unterscheidet sie kaum etwas von ihrer Unzufriedenheit zu dir. Ich weiß von mittlerweile über 1000 Kunden, die ich gecoacht habe, dass Geld oder Aussehen dir nicht das Selbstvertrauen gibt, auf Frauen zuzugehen oder das Wissen, wie du sie behalten kannst. Dieses Selbstbewusstsein, das kommt von innen. Aber du willst einen Satz und ich habe ihn dir versprochen, also bekommst du ihn auch. Bist du bereit? Er ist anders, als du gedacht hast. Hier ist er. Alles, was du brauchst, steckt schon längst in dir drinne. Und so langsam darfst du es wieder akzeptieren. Sie mag dich. Menschen mögen dich. Du wirst geliebt. Du kannst Frauen zum Lächeln bringen. Du kannst ihnen dieses Strahlen schenken. Du hast es schon oft genug gemacht. Du kannst in einer Frau gute Gefühle erwecken. Und genau das möchte sie von einem Mann. Alles andere ist nicht wichtig. Diese schlechte Erfahrung, die wir alle gemacht haben, die definiert nicht, wer du bist. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Hätte ich nur ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein wenig mehr Mut. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass das Einzige, was fehlt, ein Lächeln auf unseren Lippen ist, wenn wir dazu stehen? Du bist glatzköpfig? Oh ja, das bin ich. Du bist ein Nerd, der auf Science Fiction steht? Schon mal auf einer Convention gewesen? Weißt du, wie viele süße Frauen es gibt, die ebenfalls darauf stehen? Du spielst ein komisches Instrument? Ja, ich kann dir gerne mal was vorspielen. Aber das kostet. Du bist schmal, klein, groß, dick, dünn, introvertiert und. Das ist gut. Zeig es. Und dann frag sie, warum gehen wir zwei nicht mal zusammen was trinken? Und wenn sie zögert, dann hilf ihr. Keine Sorge, deine Eltern werden mich mögen. Trau dich. Das ist dein eigentlicher Satz. Sie wartet auf dich. Die anderen Fragen, Sätze, Mindsets und was du sonst noch von mir auf diesem Kanal bekommst, die gibt's obendrauf, weil sie nicht mehr sind als ein Bonus zu deinem ohnehin schon geilen Charakter. Wenn du einen Beweis dafür haben willst, dass sie dich schon mag, dann bekommst du ein paar geheime Indizien, die dir vielleicht sonst nie aufgefallen wären, in diesem Video.